Aber Boah, jetzt haben wir wirklich, echt das kommt keine ordentlich mehr, hier. ne? Kann man hier auch bis zum Boden tauchen? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Einfach so mal anhalten. Und wenn, hat dich der Hai gefressen? Aber der Insel hat mich der Hai doch auch gefressen. Was stehen da hier viele Flaschen? Hau mal. Jetzt voll die Alkis, mal. Nasra hat es doch schon zugegeben. Ach so, habe ich gar nicht mitgesetzt. Ich kriege sowas gar nicht mit, ey. Ich arme Sochte. Warte mal. Leute, ich wollte gerade auf den Grill legen. Ich habe ja gar nichts. Ups. So ein Eimer Glas, da können wir gleich wieder noch einen Reiniger hier bauen. Hier ist auch nichts mehr. Wir haben nur noch gebraten. Oh, geiert schon hier. Hä? Du hast schon gegeiert wieder. Fässer. Fässer. Ja, und die Hälfte ist da daneben gefallen, weil ich voll bin. Komm, probier mal. Pack mal ein bisschen Holz hier rein. Ja, probier jetzt. War so ein blöder Hund, ne? Ich will leider nicht probieren. Ich will nicht, du musst. Er will die Tomate nicht probieren. Das kann ich gut verstehen. Das ist auch ekelhaft. Jetzt geht's los. Nee, ich sag nicht. Oh ja. Tomaten sind ekelhaft? Ja. Widerlich. Du musst wissen, Fine ist so gut wie nix. Also. Aber dafür bin ich gut fett geworden. Magst du Gurken? Was für welche? Gurken. Salatgurken oder? Salatgurken. Ja. Ist es eingelegte Gurken? Ja. Was hast du gegen die eingelegt waren? Weil die ekelhaft sind, da ist innen drin ein Glibber. Und die bei schmecken widerlich. Auch. Nein, bei der Gurke ist da kein Glibber. Außer ja, klar kann man ist den... da Glibber. Hast du schon die Gurke gesehen? Die sind hier ohne Glibber. Das schmeckt ist lecker genau mit das, Zucker. Wenn du eine Gurke aufschneidest, eine Salatgurke, hast du innen drin auch das Weiche. Ja, aber nicht so wie bei der Tomate. Bei der Tomate ist das schon in so einem glibbeligen Zustand. Wo bist du her, dass du... Voll im glibbeligen. Verstehst du? Wir sind die Tomaten nicht so glibbelig. Oh, sag mal was dazu. Das hat keinen Zweck. Du willst nicht wissen, wie wir Pizza machen. Ja, also für sie. Also wenn wir selbst Pizza machen, kommt da ein Hauch von Tomatensauce drauf und nur Pilze. Ach so, nichts anderes. Bestimmt, ich bin schon kreativ geworden, da ist jetzt auch schon Speck so drauf. Oh. Wenn Pilze warm sind, und ne, werden die auch glibberig. Oder macht euch doch einfach einen Flammkuchen. Ein bisschen Schinken, ja, Zwiebeln. Mit Speck, ne? Ja, auch keine Zwiebeln. Ja, ist nicht so einfach immer. Nee, mit ihr nicht. Ein Hamburger, was machst du auf Hamburger? Die, sie ist ja auch nur Senf. Die ist nur Senf. Nur Senf, kein Ketchup, kein Mayo, kein... Was? Ich mach da drauf das Brötchen mit der Frikadelle und Senf. Das ist dann, das passt doch alles. Merkwürdig, du bist merkwürdig. Nein, ich hab nur Geschmack. Ja, ja. Klingst du dich aber weit aus dem Fenster. Der Chat darf sich gerne mit einklinken jetzt. Das ist große Diskussion. Ketchup. Du, ich weiß, was du meinst. Tomaten, wenn die warm sind, finde ich sie auch ekelhaft. Die schmecken mir dann auch nicht. Aber so eine Fleischtomate reinbeißen und eine Kirschtomate sind doch immer lecker. Oh, nee. Wie isst du denn Mozzarella mit Tomate? Mozzarella gar mit nicht, weil das gar Käse nicht. Ist. Ach, Käse isst du auch nicht. Ey, Käse? Ja, Käse ist gammelige Milch. Käse ist Schimmelmilch. Umso mehr der Käse stinkt, umso geiler schmeckt der. Das ist ekelhaft. Das stimmt. Muss ich ihm leider recht geben. Das ist so. Diese schöne, heißt denn hier Harzerrolle? Schön auf die Heizung legen, damit er noch so richtig schön zündet. Oder geil. Ja, mach weiter, gleich hast du so eine Kotze. Und der Limburger Käse, oh, der schmeckt auch live im Stream. Und, bitte? Die Insel. Die Insel? 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 Musst laufen. Aber wer kannst du erst essen, wenn er richtig läuft? Ach, der Hinge, ach du Mann. Ja, Käse muss wirklich richtig stinken, wirklich richtig nach Fuß stinken. Ja. Und der muss richtig siffen. Dann schmeckt der geil. Oh, nee. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Die Würze, die aber. Buenas tardes. Wenn das Notch ist? Nee, keine Ahnung. Ist besser. Also mein Spanisch ich ist nicht gar gut. Nicht. Hola. Lass es gleich erst Hola. Ich kann kein Spanisch. Ich kann, was kann ich noch? Ich weiß nicht, was das heißt auf Spanisch, dass ich kein Spanisch kann. Ich kann noch ein Hotelzimmer nach dem Hotel oder nach der Apotheke fragen. Ja, dann mach das doch. Donde está la farmacia?
Mehr kann ich nicht mehr. Also Flanken habe ich genug, oder? Ja, ich habe eben ein paar reingetan. Ne? So, jetzt übersetzt uns das mal bitte, Fine. Du aber Fleisch. Sonne ist da, Pharmacie ist, wo ist die Apotheke? Nein, das, was sie geschrieben hat da, oder er. Ach so, oder Vengo de... RCS. Keine Ahnung. Vengo de Pater de Visto. Es gibt Menschen, die sagen, die haben kein Geschlecht, also mit S. Das heißt so viel wie Tomatensalat ist lecker. Genau, Genau, das heißt. Ja, ja. Dieses ist das Geilste, was es auf der Welt gibt. Mo? Ja. Der muss leider lachen. Da kann ich den Anker dann. Er weint gerade. Ja, ja. Ich bin der Anker, ja. Sagst ich du, ordentlich wann? Schön Käse essen, dann zeig dir mal, wie gut Käse ist. Sag mal Bescheid, wann, ja? Käse kriegst du nicht, nicht so, das ist echt ekel. Ist das ekel? Isst du Joghurt? Ja, jetzt kannst du eigentlich, oder? Nicht, nicht, wenn ich muss. Jo. Ich muss. Nicht, wenn ich muss. Winkt froh, dich etwa Joghurt muss. Zu essen. Was? Ach, ich tue dir zu gar nichts immer. Ich esse nur Pudding. Das hat sich gerade so angehört, ja. Pudding. Pudding ist auch komische Milch. Ach Gott. Meine Welt ist zerstört, Fine, also ganz ehrlich, so können wir nicht zusammenarbeiten. So kommen wir nicht zusammen. Ich besorge kann, Ihnen. Kann Visto jetzt für uns übersetzen? Ich besorge Ihnen. Kann, was warst du? Was? Wie du sagst, was? Was? Besorge Ihnen, sagt bei Google. Was? Achso, jemand besorgt es jemanden? Für was? Ja, was denn? Ihnen. Okay. Ihnen. Dieses Ach so, Vengo die Übersetzung musst du gerade gucken. Visto. Ich besorge es Ihnen. Achso, warte, ich... Puder, das... Genau, ich besorge Ihnen. Also, ich lese das und würde am liebsten sagen, Gesundheit. Hi. Hi. Der schreibt weiter so einen Quatsch. Ich keine Ahnung. Was schreibt der denn? Keine Ahnung. Unerhörte Sachen. Woher soll das wissen? Ich hole jetzt auch den Google-Übersetzer raus. Wo ist der? Ich habe den auch schon draußen. Aber mir ist so doof, die Sprache einzustellen. What the fuck? Spanisch, das kenne ich. Kannst du die G-Armee grüßen? Guy-Armee? Grüße die Guy-Armee, okay, habe ich jetzt gegrüßt. Was ist das? Guy-Armee? Was? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, das hat er mir übersetzt. Ich glaube, da hat jemand Spaß im Chat für sich alleine. Ja, ich komme nee, aus Wieso. Wieso? Das sind drei. Oh Gott, jetzt ist der überrannt. Ja, ja, wir. Hi, hallo. Wir haben uns. Ja, hallo, ich komme aus Tel Di Visto. Das hatte sie schon. Haben wir hier noch Vengo Viso Visto? Was? Alle benutzen den Google-Übersetzer, um seltsame Sachen zu schreiben. Kann mal einer hier hochkommen auf der Insel? Hier liegen ein paar Sachen. Hier, Daniel, kannst du die Sachen mal aufnehmen? Ich bin voll. Ich bin voll. Einfach mal hier auf der Insel. Ja, siehst du, jetzt kommt der auch noch. Also, ja, ja, jetzt ist er auch noch voll. Ja. Oh, guck mal, du grüßt dich selber. Das ist immer gut. DJ, hola. DJ, wir grüßen dich auch. Du sprichst übrigens unsere Sprache. Oh, dann kommst du mit Japanisch. Oh, jetzt ist es sehr gut. I'm here for Visto. Aha. Du versonst keiner, okay? Ja, ich hab's geschafft. Und jetzt liegt ja nichts mehr, oder? Jetzt krieg ich in Tokyo Otaku Mode. Was ist das denn? Bin ich. Was? Ich hab grad eine E-Mail bekommen. Tokyo Otaku. Also bei mir kommt raus, wenn ich das Japanische eingebe, 333333388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 8
Mach mal wieder Grüße im Chat. Wett. Die zählen ja doppelt, das ist unfair. Ich zähle doppelt? Ja, doppelt. Achso, wegen YouTube. Achso. Auf Spielen, ich konzentriere mich immer auf Spielen. Ich spiele. Achso, ihr meinst du, ja, okay. I come from King Visto. Von wo? Ja. Grüße und so. King Visto, ja. Der König. Visto wird irgendwie. Best regards. Was bin ich? Was? Ich klicke auf. Was willst du von mir? Klicke auf Menschen. Was willst du von mir? Ich habe die Schlacht von Winterfell verlegt. Wie geil. Bist du etwa schon Schnee? Oh Gott. Und gehen damit tauchen? Ja, warte. Visto streamt auch irgendwie irgendwas. Hi. Ach, nicht, der machen, ist bei uns im Chat. Hier, guck mal. Wir brauchen Fischel, Leute. Fischel. Was? Oh, warte, überall ich hab ihn, sind ein paar drin verteilt, ey. Da sind Kartoffeln drin. Was ist los? Ich hab mal geguckt. Wir dursten Hunger, jetzt nicht alle, weil alle nur in den Chat gucken. Ach so, ich bin Hunger. Siehst du, sag ich doch. Scheiße. Ja. Da waren es wieder die Fikale da. Ja, wer hat uns denn da gefunden? Der redet über unseren Stream. Der redet über den Stream. Ja, das meinte ich ja gerade eben. Was hat denn mit dem Video? Redet er da? Der, Visto streamt selber. Ja, bitte, ja. Und, ist bei uns jetzt am Zugucken. Netterweise. Obwohl, ich glaube nicht, versteht er uns? Ich weiß es nicht. Der versteht uns bestimmt. Visto, verstehst du uns ja, ne? Mich jedenfalls. Das musst du auf, ich glaube eher auf, kann er uns verstehen? War nicht loswerden. Das sieht sehr nach, nicht Deutsch, sondern sehr nach Spanisch aus alles. Du, der redet über den Stream, in seinem Stream. Ja. Was ist denn da los? Den Nasra musst du nicht verstehen, den verstehen wir auch nicht. Ist so schön oder sprachlos. Ja, lustig. Geht da auch mal. Kann er nicht entschieden. Ich kann da nicht entschieden. Einer gerade. Was? Ich war gerade bei dem auf dem Channel. Achso, was? Du hast was geschrieben? Nee, ich hab dieses. Soll ich da was schreiben? Oh, noch ein. Ja, schreib mal was. Was soll ich da reinschreiben? Was? Was? Okay. Einfach hallo. Schön. Komm, OS, da. Ich kann keine Ahnung. Was? Das mit dem WAS kannst sogar du. Danke, Kurt, dass du mir das traust. Ich bin begeistert. Ja, ich würde ihn ja sehr gerne verstehen. So bin ich halt. Ja, nee. Mein Spanisch ist zu lange her. Das hat noch nicht viel gebracht, das halbe Jahr. Deswegen bin ich sitzen geblieben. Ach, du musst diese Folgen, um Chat zu können. Kommt mir alles Spanisch vor. Du musst ihn folgen, um ihn zu chatten. Oh, das ist aber ungünstig. Ja, ich kann ja wieder entfollowen. Jetzt muss ich 9 Minuten warten. Nee, da hab ich keinen Bock drauf. Fällt aus. Oma, du bist aber im Stream bei ihm. Ich guck dich. Guck dir auf Nassragen. Gracias. Den Rest möchte ich. Hi. Pixen. Ich hab ihn verjagt. Hab ich? Hast du? Okay. Ja. So, ich geh mir kurz was zu essen holen. Hier muss mal einer was reparieren. Ich hab keinen Hammer. Den hab ich gerade weggepackt. Ja, los. Keine Ahnung. Muchas gracias por tu follow. Oh, muchas. Muschis? Muchas? Muscheln? Muscheln? Muscheln. Muchas gracias. Guck mal, er hat seine Prime-Dings noch nicht abgeholt. Da oben ist eine 1. Prime-Dings? Was? Ich stalke den gerade. Ach so. Wollte mir Geld haben. Donationes. Ja, das ist für ein Submaster oder was, ne? Gut. Ich brauche Leben. Leben. Wie repariert man das hier eigentlich? Mit dem Hammer. Ja, habe ich in der Hand. Und ganz unten. Dann genau rechts Maus hast du gedrückt. Und ganz runter. Ach da, ja, jetzt. I see. Ja, ich habe repariert. Ich spreche leider gar kein Spanisch. Ich hatte mal Spanisch in der Schule. Ich kann kein Spanisch. Ich hatte mal Latein, kann es trotzdem nicht mehr. 6 Monate. Sprech mit ihnen auf Latein. Ja, ich hatte gerade gesagt, ich kann es nicht mehr.
Englisch auf Mea Lupin. Culpa, das kann ich noch. Es tut dir furchtbar leid? Nein, was meine Schuld. Bin jetzt ein Ach, was haben wir denn hier für ein Ding? Was haben wir? Hier für ein Ding. Hallo, nur Englisch. Der Daniel, der baut ja komische Sachen. Der ist produktiv. Er findet das lustig. Einer muss sich, der amüsiert sich über uns. Ja, einer muss ja was nicht tun hier. Über die dicke Frau hinter der Kamera. Och. Welche dicke Frau? Ach, meinst du Mo? Alles klar. Das geht aber ab hier. Aber die verlassen uns gleich. Die wollen uns verlassen. Nee, doch nicht. Ja. Er hat sich gerade andere Waffdinge angeguckt. Ja, der darf auch gerne woanders hingehen. Macht er auch gleich. Ich glaube, wir sind jetzt zu langweilig. Ich glaube, wir sind jetzt langweilig geworden. Aber wir sind, glaube ich, die mit den meisten Zuschauern. Oh, bei Raft? Ja, genau. Wir haben 13. Ist ja logisch, erreicht. Wenn er da... Der war 17. 13 steht da in der Liste. 14. Winkt er da gerade? Ganz weiß ich, nicht. Irgendwie faszinierend. gewandert sind. Ich guck mal zu, was der Mo macht da. Was Mo macht? Ach, ich brauche Scheiße. Der ist wieder am Buddeln da. Achso, die dicke Frau, ja. Die dicke Frau, die neben dem hübschen Mann sitzt. Achso, das hast du jetzt viel als Mann. Oh, wer war jetzt hier gerade trinken? Nasser. What? Ja. Guck mal, der baut doch viel mehr Sachen hier. Da bist du jetzt schon am Fluchen? Ich verdurste schon wieder. Ach nee, ich verhunger. Ach, Kacke. Das bringt einen ja voll aus der Bahn. Was, dass der da guckt? Was bringt dich aus der Bahn? Die Menschen hier, ja. Ja, die Menschen. Da musste ich ja gucken, was sie schreiben. Und man ein bisschen ja auch... Wenn man es nicht versteht, kann man sich auch verarschen lassen. Ne? Aber ich glaube, das machen wir auch gerade. Oh, ja, natürlich. Boah, also ich bin der Meinung, wir sind gerade sowas von aufgelaufen. Dann lass dir doch den Spaß, das ist mit euch. Ach, ja, eben. Ich kann rufen, den ich verlieren kann. Irgendwann sehe ich dich auf der Autobahn. Bist du auf der Autobahn? Irgendwann sehe ich dich auf der Autobahn. Alles klar. Gerettet werden. Ich glaube, ich werde gefressen. Und da soll ich dich jetzt retten. Nein, alles gut. Ach, zum Glück nicht. Hattest du mich an. Und will mich dann wieder bestimmt wegbringen und den. Goodbye, Guys. Ja, hab bloß ab. Oder Rose. Wir machen einen guten Strom. Danke. Mach einen guten Strom. Bye bye. Was machen guten Strom? Was? Jo. Wir stromen. Achso. Machen wir natürlich. Dann streamen wir Strippen. Wieso fällt dieses Was? Tablett eigentlich nicht runter, wenn die Kisten aufgemacht werden? Du kannst überhaupt die Kiste da durchpacken. Wieso geht das? Wieso gehen die Kisten auf? Wer hat die da hingestellt? Haben wir eigentlich. Ach, wir stehen an einer Insel. Ich hab die nicht mit Tappen hier schon rumgetaucht. Was? Wo sind die Steine? Jetzt? Wo sind die Steine? Kommt wieder gesteinigt. So. Mach aus der Kiste raus da. Ich kann irgendwie. Ach, das Ton, ja, das kann nicht klappen. Und hau rein. Hoch! Was geht denn jetzt ab? Steinschlag? Ihr seid nicht produktiv hier. Nein! Daniel ist der Einzige, der hier fleißig und unermüdlich das Boot vorantreibt. Daniel! Ja? Kopf hoch. Er ist am Ende vom Tag total deprimiert. Hi. Na. Dump! Jetzt hast du einen bekommen, Ja, gleich brauchen wir Steine, haben wir keine mehr.